Ich habe es im letzten Video schon angekündigt. Heute soll es um Slingshot gehen. Hallo und herzlich willkommen, meine Bay Bros im Bay Stadium. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser fantastischen Folge, denn ich habe ein Unboxing für euch. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt. Heute soll es um Slingshot gehen. Das ist die neue Variante an Base, die neue Evolutionsstufe von Beyblades von Hasbro aus der Beyblade Burst Turbo Serie. Das heißt, wir haben jetzt hier bei Hasbro etwas ganz Spezielles, was es bei Takara Tomy so nicht gibt. Wir haben Stadiums, die sogenannte Rails bzw. Schienen in der Arena haben. Und die sollen dafür sorgen, dass man deutlich spannendere Kämpfe noch hat, da hier sehr viel Geschwindigkeit aufgebaut wird und die Schläge noch deutlich härter sind. Dafür brauchen wir natürlich auch neue Bays. Hier sind zwei neue Bays dabei. Einmal Wanda Veltriac V4 und Z-Achilles A4. Somit haben wir hier einmal einen Attack und einen Balance-Type Bay. Und ich habe richtig Bock, das gleich auszupacken. Wir gucken uns nochmal im Detail gleich die Statistiken hier an, was genau das ganze Slingshot-Thema überhaupt heißt und wie die Arena dann aussieht. Und wir sehen uns natürlich nochmal ganz intensiv an, wie die neuen Performance-Tipps aussehen. Denn die können mittlerweile einiges anderes als die Tipps, die wir schon kennen. Die sind nämlich zum Teil deutlich dicker, damit sie natürlich auch in den Schienen richtig schön Geschwindigkeit aufnehmen können. Ich bin sehr gespannt, was hier jetzt gleich in dem Paket alles drin ist und freue mich drauf, es auszupacken. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht lange Zeit verlieren und gehen direkt ins Unboxing. Und da sind wir beim Unboxing. Ich habe wirklich richtig Lust, das jetzt hier auszupacken mit euch. Ähnlich wie das Starstorm Battle Set, das ich nochmal hier verlinkt habe, haben wir, wie schon erwähnt, hier zwei Bays, zwei Starter und eine Arena in diesem Paket. Und dann schauen wir uns einfach erst nochmal kurz an, was wir hier gleich erwarten können. Einmal hier fangen wir oben links an. Wollender Veltriac V4, eher ein Attack Bay. Wir haben ja auch zum Beispiel 6 Attack, also noch nicht ganz 10. Dafür aber auch noch ein bisschen Agility und nicht ganz so viel Gewicht. Bei dem Balance-Type Z-Achilles A4 haben wir auch relativ viel Attack. Da sind wir sogar bei 5, ein bisschen weniger. Und alles andere eher ausgeglichen. Das ist ja der Vorteil von Balance-Base, dass sie eher ausgeglichene Stats haben. Hier gibt es jetzt was Neues, dieses, ich nenne es mal Slingshot-Barometer, wo man einmal sehen kann, dass hier Power und Speed, also Kraft und Geschwindigkeit, aufgelistet sind. Und hier sehen wir einmal bei unserem Balance-Base, dass wir 4 und 2 haben. Und hier bei Veltriac sehen wir, dass wir 100% auf Speed haben. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall gleich einen sehr schnellen Bay sehen. Packen wir es aus und schauen uns an, was hier drin ist. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal die klassische Pappwurst in der Mitte. Die war auch schon bei dem grünen Bay Stadium dabei. Dann haben wir hier noch einiges an Papier, wo noch mal ein bisschen erklärt wird, wie Beyblade Burst so funktioniert. Das brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Und dann haben wir auch schon die Arena. Ich finde die Farbgebung sehr cool mit diesem Grau und dem Rot. Das finde ich passt sehr gut zusammen. Auch hier wieder in der transparenten Form. Das heißt, wir können hier durchschauen. Finde ich sehr gut. Mal gucken, ob ich das gleich überhaupt zusammenklippe. Hier sehen wir es schon. Hier können wir die dann zusammenklippen, damit wir den oberen und unteren Teil fest miteinander fixieren können. Und irgendwo hier muss doch bestimmt auch schon wieder ein QR-Code sein. Ist der vielleicht hier drin? Ja, da sehen wir ihn. Da ist der QR-Code. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einmal, wenn ich das richtig eingefangen bekomme, einmal scannen. Ich versuch's möglichst groß zu machen. 3, 2, 1, das ist eure Chance gewesen. Damit hättet ihr jetzt das Base Stadium aus diesem Paket hier in eure Beyblade Burst App auf eurem Smartphone bringen können. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Und wir sehen schon Starter. Mag ich sehr gerne, diese grünen Starter, die dazu gekommen sind. Hier sehen wir einmal noch diese Clips, mit denen man das Stadium festmachen kann. Und hier sehen wir noch einen Fuß. Den holen wir doch mal raus. Die Clips für den Deckel werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Dann klippen wir mal die Füße hier dran. Klick, klick. Und hier der zweite. Und damit wäre das Stadium selber schon mal zusammengebaut. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch hier den Deckel aufklippen. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn der ein bisschen lose ist. Dann kann man das leichter verstauen und hat nicht so viel hin und her gebastle. Und hier sehen wir schon die Base. Fangen wir mal mit Veltriac V4 an. Hier haben wir schon mal den ersten Slingshot Starter. Fühlt sich grundsätzlich fast genauso an wie der Evolution
Starter, den wir hier haben, können wir auch gleich mal kurz uns im Vergleich ansehen. Aber wir wollen ja hier jetzt endlich wissen, wie die neuen Base aussehen von Hasbro. So, hätten wir das auch ausgepackt. Sehr gut. Und hier sehen wir schon mal den Energy Layer von Veltrik V4. Sehr interessant. Die Farbgebung finde ich sehr gut. Leider ist das, was hier Silber ist, nicht aus Metall, sondern aus Plastik. Das heißt, er ist nicht so schwer, wie wir es jetzt erwarten würden. Wenn ihr diesen Bay in eurer Beyblade Burst App haben wollt, dann könnt ihr jetzt gerne einmal kurz scannen. 3, 2, 1. Das war eure Chance. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch eine Forge Disc. Und zwar die Forge Disc Nummer 12. Leider kein Disc Frame, also diese Plastikringe, die man hier noch drum machen kann. Wir können es aber drum machen. Hier sehen wir schon diese Einkerbung. Das passt auf jeden Fall drauf. Und dann haben wir hier die neue Performance-Tipp, die sehr interessant ist. Wir haben hier eine sehr breite Fläche, die rotieren kann, die sich aber auch noch überall hin bewegen kann. 360 Grad rotierend. Sehr interessant. Und man hört, ich weiß nicht, ob man es hört. Wenn man hier dreht, dann merkt man, dass sie so leicht einrastet. Also sie ist nicht 100% glatt innen drin. Auf jeden Fall sehr interessant. Bauen wir den schon mal zusammen. Und wir sehen auch, er ist ziemlich hoch. Aber das ist wahrscheinlich alles dafür da, damit er auch in dieser Slingshot-Arena sich gut bewegen kann. Und jetzt noch Achilles. Und natürlich auch noch der zweite grüne Starter. Wie auch schon bei den Evolution-Startern können wir diese hier zusammenklippen. Das heißt, wir könnten theoretisch hier auch zwei Bays auf einmal starten. Da schiebt man dann einfach den Starter hier einmal durch. Und so haben wir, genau wie auch schon bei den Evolution-Startern, die Möglichkeit, zwei aneinander zu machen und dann entweder zwei gleichzeitig zu starten oder einfach ein bisschen mehr Angriffsfläche quasi für die Hand zu haben, dass man es ein bisschen besser halten kann mit größeren Händen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Da kann man einiges an Kraft mit reinbringen. Finde ich sehr gut. Aber schauen wir uns nochmal den zweiten Bay an. Hier für euch einmal den QR-Code. Könnt ihr scannen. 3, 2, 1. Das war's für diesen Bay. Hier haben wir auch, wie bei Veltrik schon, die grauen Flächen leider aus Plastik, nicht aus Metall. Deshalb hier auch nicht wirklich sonderlich schwer im Vergleich zu Evolution Base. Dann haben wir hier noch die Forge Disc Nummer 11. Auch wieder mit den Einkerbungen. Hier können wir auch wieder einen Disc Frame anbringen. Und die neue Performance-Tipp, auch sehr interessant, hier haben wir zwei unterschiedliche Modi. Diese sind jetzt einmal, glaube ich, eher für den normalen Stadium-Bereich ausgelegt. Das heißt, wir haben ja eine klassische runde Tipp eher. Und wenn wir das Ganze einmal hier diesen Hebel nach oben machen und dann zur Seite drehen, haben wir es gerade schon gesehen, dann wird das auf einmal ein sehr dicker und auch schon fast wie bei Veltrik hier, sehen wir, dass sie deutlich dicker sind. Wenn wir das einmal wieder zurückdrehen, zack, dann sieht man, kommt hier die kleine Spitze raus. Wenn wir das wieder hoch machen und zur Seite drehen, kommt die etwas dickere Spitze. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei Modi, wie er im Stadium abgehen wird. Und ich glaube auch, dass die dickeren Spitzen ein bisschen besser hier in den Rails abgehen. So viel erstmal zu den Bays. Den bauen wir natürlich auch zusammen. Beides rechtsdrehende Bays, das heißt, wir müssen hier nicht groß umbauen. Erstmal darf hier jeder alleine ins Stadium. Fangen wir mal mit Veltrik an. Und 3, 2, 1, let's go. Okay, also hier haben wir schon gesehen, es ist auf jeden Fall so, dass die Bays direkt hier auch in die Rails gehen. Man hat gesehen, dass es richtig dieser Slingshot-Effekt, also hier habe ich mit Absicht Slingshot und nicht Shock gesagt, das heißt, er holt aus, nimmt die Energie mit, dreht sich hier lang und schießt dann genau in die Mitte. Das kann für einen sehr starken Angriff sorgen. Machen wir das Ganze mal mit dem erstmal normalen Tipp hier bei diesem Bay. 3, 2, 1, let it rip. Ja, erstmal sehr unaufgeregt. Hier haben wir einen sehr stehenden Bay. Also er bleibt auf jeden Fall eher in der Mitte. Das heißt, wird von alleine nicht in die Rails hier gehen. Gucken wir uns das Ganze nochmal an, wenn wir den Modus hier verändern. Mit der dicken Spitze. 3, 2, 1, let it rip. Ah, okay. Und hier sehen wir es schon. Er geht direkt in die Schienen und sorgt dafür, dass natürlich auch deutlich schneller wird auf einmal. Und wir hören es auch schon deutlich leiser. Also dieser Bay ist deutlich leiser als der davor. Und mir fällt ja gerade auf, guckt mal an, man kann hier noch den Modus bei Veltrik auch verändern. Das heißt, wir haben hier eine etwas niedrigere Stufe und eine hohe Stufe. Das ist mir gerade noch nicht aufgefallen. Das kann man so richtig einloggen. Auch sehr interessant. Starten wir das auch nochmal in der hohen Variante. 3, 2, 1, let it rip. Okay, auch sehr interessant.
So kann man natürlich auch den Angriff nochmal ein bisschen wechseln mit der hohen und der etwas niedrigeren Form. Bringt auf jeden Fall sehr viel Spaß, damit auszutesten, was so geht. Und ich würde sagen, machen wir auch direkt mal ein Battle zwischen den beiden. Starten beide natürlich auch mit den neuen grünen Slingshot-Launchern. Schon mal vorbereiten. Ich starte sie erstmal nacheinander. 3, 2, 1, let it go. Oh, habt ihr das gesehen? Da haben wir natürlich jetzt direkt einen richtigen Angriff gesehen, der durch dieses Slingshot hier eingeleitet wurde. Das ist auf jeden Fall ein echt harter Schlag gewesen. Ich hole mal nochmal meinen Starter, womit wir zwei gleichzeitig starten können. So, dieses Konstrukt hier kennt ihr schon aus anderen Videos, aus meinen anderen Battles. Damit kann ich beide gleichzeitig starten und somit haben beide die gleiche Startenergie. 3, 2, 1, let it... Oh, das ist ja fast ein gleichzeitiges Aussehen gewesen. Also ich muss sagen, in diesem Paket haben wir wirklich sehr viel drin. Wir haben einmal ein neues Stadium hier mit den wirklich sehr interessanten Slingshot-Schienen. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr interessante Battles bei entstehen. Dann auch noch in dieser tollen Farbgebung hier mit Rot und Grau. Und dann noch wirklich zwei sehr interessante Bays dazu. Ist also auf jeden Fall ein sehr gutes Paket, was man hier für den Preis bekommt. Man hat zudem auch natürlich nochmal zwei Starter. Das heißt, man kann es auch alleine spielen, indem man den Starter zusammensteckt. Ich finde es wirklich sehr interessant. Ich freue mich, dass ich das gekauft habe und werde mit euch demnächst noch ein paar Battles machen und euch das zeigen, was man alles so in diesem Stadion vor allem mit diesem Base machen kann. Das soll es aber erstmal vom Unboxing gewesen sein. Wenn ihr dieses Paket hier kaufen wollt, dann habe ich für euch unten in die Beschreibung einen Amazon-Link getan. Da könnt ihr das Ganze bestellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und sagt, was ihr von Slingshot und vor allem dieses Set hier haltet. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da und teilt das Ganze mit euren Freunden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.